Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alaina Tarot. Mein Name ist Alaina. Heute möchte ich gerne mit dir dieses interaktive Video mit dir teilen, wo wir um das Element Erde fragen. Ja, also Sternzeichen Jungfrau, Stier und Steinbock. Was erwartet Jungfrau, Stier und Steinbock? Was sind eure Affinitäten? Ja, was erwartet dich? Wie siehst du dich generell? Was ist im Moment mit Stier, Jungfrau und Steinbock los? Ich muss sagen, im Monat August und generell im Moment, ja, haben die Elemente Erde, also sprich Jungfrau, Stier und Steinbock, wirklich total coole Aussichten, einen super geilen Wechsel hinzulegen in der Liebe, im Beruf, in den Finanzen. Element Erde, ihr habt die Beine auf dem Boden stehen, ja, genau was das Sternzeichen ihr gerade seid. Ich selber bin Jungfrau, mein Mann, mein Partner ist Sternzeichen Stier und das ist so krass, das ist so toll, was uns im Monat August und in den ganzen letzten Wochen erwartet hat und noch erwartet wird. Und hier geht es einfach nur darum, um einfach mal zu schauen, wie sortieren wir die vier Elemente, was sind eure Charakterzüge, was ist generell wirklich das Wichtigste, was euch im Moment zuteil werden muss, ja? Bitte denkt dran, Leute, passt es auf eure jeweilige Lebenssituation an, passt es darauf an, auf euer Geschlecht, ja? Es ist egal, woher ihr mich zuschaltet. Wichtig ist, dass ihr diese Nachrichten immer wieder abhört, dass ihr alte Videos auch euch anhört, ja, damit ihr wirklich auch wirklich erkennt und begreift, was mein Kanal Alaina Tarot wirklich ausmacht. Okay? Also, darauf müsst ihr schon selber auf die Sprünge kommen oder auf die Schliche kommen. Bitte verzeiht, meine Stimme ist immer noch angeschlagen. Wir möchten jetzt mal schauen, Sternzeichen, Jungfrau, Stier und Steinbock, Element Erde. Was ist der Knackpunkt? Wie schaut's aus? Element Erde, was erwartet dich generell? Was ist deine Situation im Moment? Wie fühlst du dich? Was möchtest du verarbeiten? Was ist der Hinweis des Tarots vom Element Erde? Also, an alle, die ihr vom Element Erde seid, mich inklusive, ja, Sternzeichen, Jungfrau, Stier und Steinbock, was haben wir hier? Wir haben auf der einen Seite ist es so, dass einige von euch, ja, ich inklusive, ich bin auch Mutter von zwei erwachsenen Kindern schon, meine Tochter ist 20, mein Sohn ist 24. Was ist hier? Also hier gibt es auf der einen Seite, wenn du eher dieser mütterliche Mensch bist, ja, wenn du halt so eine Person bist, die halt sehr feinfühlig ist, sehr warmherzig ist, die wirklich so eine Mutterfigur ist, ja, die wirklich immer versucht ist, allen recht zu machen, die schon fast klettenhaft ist, okay? Hier geht es darum, Element Erde, dass du zwar in dieser liebevollen Schiene bleiben kannst und sollst, weil das zeichnet uns aus, ja. Wir Jungfrauen, wir sind sehr warmherzig, sehr mitfühlend, sehr einfühlsam, sehr penibel, wir sind sehr mütterlich, okay? Ich weiß, es gibt Exzeptionen. Nicht alle Sternzeichen sind gleich, also nicht alle Jungfrauen sind gleich. Es gibt auch kaltherzige, sture, verbohrte Jungfrauen, definitiv, okay? Es gibt von allem. Aber hier geht es darum, wenn du zu dem Element Erde gehörst, ja, und du bist mehr dieser mütterliche Instinkt, also hast eben mehr so einen mütterlichen Instinkt, oder du bist ein Vater und du hast diesen Beschützerinstinkt, pass es auf dein Geschlecht an. Okay, und auf deine jeweilige Lebenssituation. Hier geht es darum, dass einige von euch vom Element Erde sehr mütterlich sind, sehr warmherzig sind, sehr mitfühlend sind, ja. Auf der anderen Seite überschützend. Das heißt, du kannst mit deiner Art und Weise manchmal echt klammern und kletten, ja. Du erdrückst. Im Moment sieht das alles danach aus, dass das Element Erde, ja, vor allen Dingen die Jungfrauen schießen hier komplett raus. Ihr erdrückt die anderen mit eurer Aufmerksamkeit. Ihr erstickt die Menschen. Okay, es geht zwar darum, liebevoll zu sein, warmherzig zu sein, eine gute Bindung zu deinem Partner, zu deiner Familie, zu deinen Kindern zu haben, aber nicht zu Übermüttern zu sein. Guck mal, ich habe hier eine Palme, die wollte uns begrüßen. Okay, ihr dürft aber nicht zu überfordernd sein, ja, ihr dürft nicht zu viele Ansprüche stellen, dürft nicht zu viel erwarten, ihr dürft nicht zu dieser Zecke werden. Okay, einerseits ist es wirklich behutsam, mit anderen umzugehen, auf der anderen Seite ist es wirklich so, dass man nicht zu aufdringlich sein darf, weil das kann echt ganz schön nerven. Hier geht es darum, dass ihr anfangen sollt, ein bisschen Freiheit zu werden. Viele von euch, ja, ihr seid in diesem Freiheitsdrang drin. Ihr möchtet eure Seeleebene auf Seelenebene loslassen. Das heißt, eure Seelenpartner loslassen, weil ihr merkt, ihr seid ein bisschen toxisch geworden. Ja? Ihr möchtet eure Seele reinigen, ihr möchtet frei sein, ihr möchtet reisen, ihr möchtet die Welt kennenlernen, ihr möchtet einige Sachen verändern. Hier geht es darum, dass ihr alles in den Griff kriegen könnt, aber ihr müsst es Step by Step machen. Element Erde. Okay, Sternzeichen, Jungfrau, Stier und Steinbock. Ihr habt hohes Potenzial, alles das zu erreichen, was immer ihr wollt. Das, was ihr anfasst, kann zu Gold werden. Jungfrau durch ihre sensible, feinfühlige Art. Stier durch seine temperamentale, kalkulierende Art. Ja? Und Steinbock durch sein Feuer.
durch seine Weisheit, durch seine Intelligenz. Also ihr formt in diesem Element Erde ein perfektes Trio. Also Leute, ich habe kein Problem mit anderen Elementen, mit anderen Sternzeichen, ganz im Gegenteil, ja. Aber das Element Erde, ja, die Füße auf dem Boden stehen haben, die alles zu Gold machen, die genau wissen, woher sie kommen, Menschen, die zielstrebig sind, ja, das ist unglaublich. Ihr habt hier so viel Power. Ihr müsst nur lernen, wie halt die Jungfrauen oder halt, wenn es hier um diese mütterliche, warmherzige Art geht, die schon klammerhaft ist, ja, das ein bisschen abzustreifen. Für andere von euch, ich kehre nochmal zum Anfang zurück, ja, für andere von euch ist es euch belastet, es verfolgt immer noch ein Familiendrama. Ein Streit mit einer Mutter, das traumatische Erlebnis mit einer dominanten Mutter, ja, mit einer klettenhaften Mutter, mit einer kaltherzigen Mutter. Hier gibt es eine Mutter, die extrem nervtötend ist. So einige aus der Vergangenheit, noch aus der Kindheit heraus, die unter einer Mutter gelitten haben, die heute noch ein Muttertrauma haben. Einige von euch suchen euch Partnerinnen aus, die sind wie eure Mutter. Andere ziehen automatisch Partnerinnen an, die wie eure Mütter reagieren oder die wie eure Mütter sind, ohne die zu suchen. Ja, also es gibt auf der einen Seite hier einige von euch, die zu mütterhaft sind, die zu klettenhaft sind, andere, die einfach ein Trauma aus der Vergangenheit haben mit ihrer Mutter, andere, die bis zum heutigen Tage noch unter einem Muttertrauma leiden, die ein Problem mit ihrer Mutter haben, einen Streit mit ihrer Mutter haben, andere, die den Mutterwunsch haben. Es gibt hier auch viele von euch, ja, ob Jungfrau, Steher oder Steinbock, einige Frauen von euch haben den Drang, den Wunsch, Mutter zu werden. Für viele ist es das noch nicht erfüllt worden, ja. Andere leiden noch darunter, dass ihr nicht schwanger werden könnt, dass ihr immer noch diesen Wunsch habt, Mutter zu sein. Okay, also es gibt hier wirklich einige Traumen, die hier wirklich aufrecht stehen, aber abgearbeitet werden müssen. Versteht ihr, was ich meine? Also wenn du unter einer dominanten Mutter gelitten hast, unter einer Klettenmutter gelitten hast, ist es wichtig, dass du dieses wirklich bereinigst. Du wirst dir automatisch Frauen aussuchen oder Männer aussuchen, die eine Tendenz haben, vom Charakter wie deine Mutter zu sein. Ja, also was will ich euch damit sagen? Leute, ich bin stimmlich echt angeschlagen und hier gibt es so viele Informationen, die ich in dem kurzen Video echt nicht sagen kann. Deswegen pass es an auf dein Geschlecht und auf deine Situation. Und ganz wichtig ist, ja, schreibe mich für eine private Legung an, damit ich dir auch da helfen kann. Okay? Also hier geht es um den Wunsch, Mutter zu werden, hier geht es um ein Trauma mit einer Mutter, hier geht es um eine Dominanz einer Mutter, hier geht es um eine Nervenmutter. Deswegen hast du diesen Wunsch und diesen Drang, Freiheit zu spüren, ja, Ballast loszulassen. Jungfrau, ihr habt das Element Erde, das heißt, wir sind von der Natur aus, uns gefällt die Sonne, uns zieht es nach den Süden, ja, wir haben diese Jugendlichkeit, wir haben diese Frische, wir haben Energie, wir haben Zeit, ja, wir haben das Gefühl für die Zeit, wir haben die Materie unter Kontrolle, ja, uns ist wichtig, das Finanzielle geklärt zu haben, wir haben die Beine auf dem Boden stehen, das heißt, diese terrenalen Eigenschaften sind uns wichtig, dieses terrenale Leben ist uns wichtig, wir sind auch sehr astral, sehr spirituell, ja, sehr gottverbunden. Wir haben alles das, was wir anfassen können in unserem Element. Das schreitet uns nach vorne, hilft uns nach vorne und uns ist auch wichtig, dieses Wohlfühlsein zu Hause. Ja, meistens sind wir vom Element Erde mehr so dunkelhäutig, dunkle Haut, olivfarbene Haut, ja, dunkle Haare, dunkle Augen. Es gibt auch Jungfrauen, die blond sind. Aber so generell ist Jungfrau Element Erde oder Stier oder Steinbock eher mehr so mit dem Süden verbunden, mit dem dunklen Touch. Okay? Aber macht das nicht zu eurer Priorität. Es war mir einfach nur ein Herzenswunsch, das loszulassen. Das Wichtigste, was wir hier haben, ist wirklich diese Freiheit, diese Lockerhaftigkeit, diese Kompromisse wieder mehr eingehen, dich mehr, wieder mit dir selber mehr verpflichten, zu reisen, neue Sachen zu erkunden. Was ist im Moment los? Im Moment schaut es aus, als ob wirklich dieses Element Erde einfach mehr nach draußen möchte. Mehr extrovertiert zu sein, nicht introvertiert, ja? Die Stärken zu zeigen, was Neues anzufangen, Hürden zu überwinden, die Liebe zu leben, zu genießen, den Kraftaufwand, den man hier wirklich erreicht hat, um Geld zu verdienen, ja, um sich weiter fortzubilden, um im Leben beständig zu sein, um Sachen aufzuarbeiten. Hier geht es darum, dass Jungfrau Stier und Steinbock diese Kapazitäten sehr wohl erkannt haben, ja, und auch immer wieder versuchen umzusetzen. Nichtsdestotrotz gibt es hier etwas, was euch drei verbindet, was euch drei immer wieder im Moment über einen gewissen Stein stolpern lässt. Was ist das? Es ist eure Außenwelt. Ja, Jungfrau Stier und Steinbock, ihr seid so tolle Menschen, ihr habt so viel Charakter, ihr habt so viel Ehrgeiz, ihr habt so viel Willensstärke, ihr habt so viele Wechsel in eurem Leben schon anerkannt und angenommen. Ja, ihr habt es schon gelernt, wie man einen Neubeginn anfängt. Ihr habt schon gelernt, wie man dem Leben den Puls schickt. Ja, ihr habt es schon gelernt, was es heißt, mit Herz und Liebe und mit Schweiß nach vorne zu kommen.
Ihr wisst, was es heißt, auch abgeschlagen zu sein. Ihr wisst, was es heißt, Ordnung in euer Leben zu bringen. Ihr wisst, was es heißt, Einfluss von dritten Personen zu unterliegen. Ihr wisst, was es heißt, an eure Grenzen zu kommen, emotional, spirituell, ja, generell im Leben. Also Jungfrau, Stier und Steinbock, Element Erde. Ihr habt die Naturgewalt unter euch. Ja, ihr seid so engagiert an allem, was ihr macht. Ihr könnt auch manchmal egozentrisch sein, ja. Gerade die Stiere, ja. Stiere können wirklich sehr egoistisch sein. Die können sehr mental sein, die können sehr rational sein. Sehr materialistisch vor allen Dingen, ja. Aber hier ist das Ding, dass ihr aufpassen müsst, dass ihr in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, ja, bis zum Ende des Jahres aufpassen müsst, welche Entscheidungen ihr trefft. Okay, wohin euch eure Reise führt. Es gibt hier für einige von euch das Problem, dass hier eine super kaltherzige Frau nicht vom Element Erde, ja, sondern mehr vom Element Wasser vielleicht. Okay, also ich möchte jetzt erstmal mich nicht festlegen, nicht weil ich das nicht weiß, ja, sondern weil es teilweise verunsichert. Okay, wenn ich dir sage, diese Person ist vom Element Luft, ja, vom Element Luft, das heißt Wassermann, Waage, Zwilling oder vom Element Wasser, ja, Fisch, Krebs und Skorpion, ja, diese Person, die in dein Leben treten wird oder die schon in deinem Leben getreten ist, denk dran, wenn ich hier irgendein Sternzeichen sage, außerhalb von den vier Elementen jetzt, ja, kann es sein, dass diese Person auch dieses Sternzeichen, dieses Horoskop in seinem Aszendenten hat. Ja, auf jeden Fall in seiner Geburtskarte. Also verlass dich bitte nicht darauf, nicht weil ich das nicht weiß, sondern ich sage dir das zu 1000%, aber es kann sein, wenn es das in seiner Geburtskarte hat, aus dem Aszendenten heraus, bist du verunsichert. Okay, also hier gibt es eine Trennung für einige von euch vom Element Erde aufgrund einer Person, ob Mann oder Frau, die eine sehr egoistische Art hat, eine sehr kaltherzige Art. Eine Person, die wirklich hier ganz viel auf dem Kerbholz hat, um anderen Menschen zu schaden. Also hier gibt es für einige von euch wirklich eine Trennung, eine Scheidung, eine Ruptur aufgrund eines Mannes, einer Frau. Pass es auf dein Geschlecht an. Ja, die wirklich sehr mental schon über 40 ist, im Alter zwischen 40, 45 Jahre aufwärts. Ja, die es immer wieder versucht, dich auseinanderzubringen mit deinem Partner. Die immer wieder versucht, dich zu verführen oder deinen Partner zu verführen. Und hier besteht wirklich eine Untreue, eine Trennung aufgrund einer Person, die echt egoistisch ist, die sehr kaltherzig ist, die so über Leichen geht, um hier wirklich etwas kaputt zu machen. Und da kommt das, ja. Hier gibt es nach dieser Trennung wirklich Depressionen, Abgeschlagenheit, Enttäuschungen, klare Entscheidungen treffen zu müssen. Also hier geht es um viel mehr. Hier geht es um den Zirkel des Lebens wieder aufzunehmen. Ja, hier geht es darum, um dich vorzubereiten, Gefahren schon vorzeitig zu erkennen, dein Herz vorzeitig zu schützen, deine Kohle vorzeitig zu schützen. Ja, auf der Arbeit dich mehr im Einklang zu bringen. Das Element Erde, verbinde dich mehr mit der Natur. Gehe mehr raus, gehe ans Meer, gehe an den Strand, wenn du kannst. Ja, gehe barfuß über die Wiese, umarme einen Baum. Ja, zapfe oder schneide keine Blumen ab, Leute. Okay? Ich bin eine Freundin der Natur. Also ich bin selber Jungfrau Element Erde und ich liebe es, barfuß zu gehen. Ja, ich kann euch gerade meine Füße nicht zeigen, aber ich habe keine Schuhe an. Ich liebe es, mit den Füßen auf dem Boden zu sein. Ich liebe die Natur zu riechen. Ja, ich liebe es, am Strand zu gehen. Ich liebe Blumen. Ich liebe alles, was die Natur hergibt. Aber auch Naturkräuter, aber ich reiße keine Blumen ab und ich kaufe mir auch keine Blumen und ich lasse mir auch keine Blumen schenken, ja, weil die Schönheit muss einfach fortbestehen. Wir müssen der Schönheit des Lebens einfach ihren Lauf geben. Ganz, ganz wichtig. Also, ich mache jetzt hier echt ein paar Sprünge, weil hier gibt es so viele Gedankengänge, die einfach zu kurz nicht zu erklären sind, okay? Also hier gibt es ganz, ganz viele Dinge, die du wissen musst. Wir haben hier materialistischen Reichtum, äußeren und inneren Reichtum. Inneren Reichtum heißt Jungfrau, Stier und Steinbock. Ihr seid in einem Entwicklungsprozess, wo ihr alles das erreichen könnt, was immer ihr wollt. Ja, packt den Hörnern bei den Stieren, packt den Stier bei den Hörnern. Okay, lasst euer Ego ein bisschen runterfahren. Ihr sollt euch nicht fremd dominieren lassen. Ihr sollt euch durchsetzen, definitiv, ja. Aber ihr dürft nicht hingehen, um euch von euren Egos verleiten lassen. Nein, ihr müsst in manchen Situationen ein bisschen ruhiger werden. Ja? Hier geht es darum, die Balance zu halten. Hier geht es darum, Verständnis mehr zu haben. Hier geht es darum, die Seele zu nähren. Hier geht es darum, romantische Beziehungen aufrechtzuerhalten oder neu zu gestalten. Es geht sich hier um viel Sexualität. Jungfrau, Stier, Steinbock, ihr seid sehr sexuell aktive Menschen. Ja? Ihr liebt es, Sex zu haben. Ihr liebt es, verführerisch zu sein. Ihr liebt es, dass euer Partner euch verführt. Ja? Ihr liebt diese Berührungen, diese Spielereien, diese Passion, diese Leidenschaft. Ja? Genießt es. Nehmt diese Leidenschaft an, die euch geschenkt wird. Ja? Wenn du zu den Element Erde gehörst, die ein bisschen schwacher
vom Sex her sind, die halt sagen so, nee, ich bin nicht gerade so sexgesteuert. Ich wache lieber auf. Sex ist was ganz Tolles. Genieße die Attraktion, die du in dir drin hast. Ja, Element Erde, ihr seid wirklich anziehungsfähige Leute, ihr seid passionierte Menschen. Ja? Genießt diese Ausstrahlung, deine Reinheit, deine Vollendung, deine Kapazität zu verführen. Ja? Du bist sehr schön von innen und von außen. Du hast so viel Stärke in dir. Du hast ganz tolle Eigenschaften. Und hier geht es darum, deine ganzen Eigenschaften zu kontrollieren. Aus deiner starken Seite, ja? Dieses emotionale, weibliche, sinnliche, experimentierfreudige, verführerische, ja, so zu gestalten, dass du in allen Lebensbereichen weiterhin erfolgreich bist, aber auch deine egoistische, materialistische, kaltherzige Seite muss ein bisschen in Einklang gebracht werden, weil du musst hier deine männliche, expansive Kraft wirklich rauspowern und auch deine weibliche Kraft. Du musst hier wirklich deine Ehe schützen, deine Finanzen schützen, kein Geld verleihen, weil dein Geld kann in Gefahr sein. Es gibt hier auch in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten für die einen oder anderen Jungfrau, Stiere und Steinböcke, gute Möglichkeiten, etwas zu kaufen und zu verkaufen. Horte deine Kohle, ja, aber es wird irgendwas im Laufe der Zeit passieren, ja, wo du Kohle kriegst von Gerichtsurteilen, von Papieren, von Ämtern, von Erbschaften, von was auch immer, von Glücksspielen, um hier etwas zu kaufen und zu verkaufen. Okay, nehmt die Transformation an, hört auf eure Intuition, geht in die Ruhe. Habt ihr ein Problem mit einer Mutter? Geht in die Ruhe, geht in das Verständnis. Versucht hier, wenn ihr es wirklich wollt, diesen Kontakt wieder aufrecht zu erhalten, dann nehmt den Kontakt wieder auf. Möchtet ihr es nicht, dann lasst alles auf sich beruhen. Hier hast du die freie Wahl zu entscheiden, ob du ein Familienleben wieder aufnehmen möchtest oder nicht. Ob du in die Zufriedenheit gehen möchtest oder nicht. Hier gibt es ganz viele Dispute. Ja, hier gibt es Konfusionen, hier gibt es Abhängigkeiten. Ja? Hier gibt es den Wunsch, sich zu harmonisieren. Hier gibt es den Wunsch, sich wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Hier hast du Feinde, ihr habt hier negative Menschen um euch herum. Ihr habt Personen, die eure Beziehungen kaputt machen wollen. Ja, ihr habt hier Trennungen. Ihr habt hier Leute, die nicht ineinander vertrauen. Jungfrau, du bist das Element Erde. Du bist das Sternzeichen unter allen Sternzeichen, die alles im Griff hat. Ja, also komme wie die Jungfrau auch wieder zurück ins Leben. Du hast eine wundervolle Transformation vor dir. Jungfrau, in der Kohle wird es super werden. In der Liebe wird es super werden. Ja, die Familie kann sich zusammenfügen. Immer und dann, wenn du es wirklich möchtest. Ja. Habst du hier mit Erschöpfung zu tun, gehe zum Arzt und du wirst auch deine Gesundheit wieder hinkriegen. Steinbock und Stier, ja, ihr habt dasselbe. Nur, dass die Jungfrau einfach mehr noch die Kapazität hat, aus Driss Gold zu machen, wie ich immer so schön sage. Okay? Hier müssen klare Entscheidungen getroffen werden. Hier geht es darum, wirklich deine Allianz zu dir selber zu finden, dich mit einem Projekt zu beschäftigen, im Thema Arbeit, im Thema Liebe, im Thema Partnerschaft, im Thema Kohle, worum es geht. Hier geht es darum, für Element Erde wirklich eine gute Allianz zu bilden, ein neues Projekt ins Leben zu rufen, ja? Dich darauf zu fokussieren, dass du wirklich im Gleichgewicht bist. Hier geht es darum, alle Feinde, alle negativen Energien rauszukicken aus eurem Leben. Alle Konfusionen rauszukicken, klare Entscheidungen zu treffen, die neue Spiritualität, die in dir am Aufbrodeln ist, ja? Ihr seid vom Element Erde, ihr seid sehr spirituelle Menschen. Darüber braucht ihr euch gar keine Gedanken machen. Aber einige von euch machen einen weiteren Fortschritt auf eine höhere Ebene, ja? Auf einen höheren Bewusstsein. Ihr müsst euch dessen bewusst sein, wo euer Ursprung her ist, woher ihr wirklich kommt, okay? Hier gibt es viele, die unter die Heiler gehen. Viele seid in der Heilmedizin tätig, in der Spiritualität tätig, manche seid im Reiki drin, in der Energieübertragung, manche seid im Mediziner, in der Heilerziehungspflege, was auch immer. Manche von euch habt einfach nur eine ganz tolle Gabe, ja, die von Gott gesegnet ist und die könnt ihr weiterhin an den Mann bringen. Also wirklich euch weiterhin fortentwickeln. Aleida, du redest heute Kauderwelsch. Nein, Leute, ich rede kein Kauderwelsch. Hier geht es darum, das Element Erde in so vielen Lebensbereichen so aktiv werden wird, so traurig ist, so glücklich ist, so hoch steigen wird und trotzdem fallen kann, ja? So selbstbewusst und trotzdem unsicher. Schreibt mich für eine private Legung an, wenn ihr mehr über eure Elemente wissen wollt, wenn ihr mehr über ein Sternzeichen wissen wollt, wenn ihr mehr über die Liebe wissen wollt, wenn ihr mehr über euer eigenes Leben wissen wollt, ja? Nichtsdestotrotz habe ich Menschen, die hier wirklich sehr spirituell sind, sehr heilerisch unterwegs sind, ja, sehr viele Leute, die im Tarot tätig sind, im Reiki, in was auch immer, egal welche Berufung du hast, ja, hier geht es darum, dass du die weitermachen sollst, okay, dass du weiterhin anderen Menschen helfen sollst und dir helfen sollst, die Partnerschaften, die durch Höhen und Tiefen gehen, macht euch keine Gedanken, es kann sich hier wirklich vieles zum Positiven ändern, wenn du die Ausdauer hast, vertraue auf dich, vertraue auf Gott und gebe auch deinem Partner die Möglichkeit, dir zu vertrauen, okay, hier ist aber auch die Ermahnung, geh zum Arzt.
Einige von euch sind wirklich so ausgepowert, so ausgeschöpft, so ausgebrannt, okay, durch so viele Verantwortung, Pflichtgefühle, Überforderungsprozesse, Machtkämpfe, die ihr wirklich eine Auszeit braucht. Leute, wenn ihr reisen könnt, dann reist. Wenn ihr einen Kurzurlaub machen könnt, macht einen Kurzurlaub, ja. Wenn ihr zum Arzt gehen müsst, dann macht es. Wenn ihr einen Psychotherapeuten aufsuchen müsst, dann geht zum Psychotherapeuten. Es ist wichtig, dass ihr hier wirklich auf euch konzentriert, dass ihr wieder euch mit der Erde verbindet. Jungfrau, Stier und Steinbock. Verzagt nicht. Ihr habt alle Aussichten, um genau im richtigen Moment das Richtige zu machen. Ihr seid erleuchtet. Ja? Ihr habt den Schutz Gottes, ihr habt den Antrieb Gottes, ihr seid mit der Erde verbunden. Ihr seid das stärkste Element, ihr seid die stärksten drei Sternzeichen von allen. Okay? Jungfrau, Stier und Steinbock. Ab frohen Mutes nach vorne. Hört auf, egoistisch zu sein manchmal, hört auf, manchmal mental zu sein, hört auf, manchmal kalt zu sein. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass ihr euch immer wieder mit der Erde verbindet, immer wieder mit euch selber verbindet, immer wieder in eure Vokation geht, ja? Dass ihr wirklich das, was euch wichtig ist, nach vorne schreitet. Ihr seid beschützt, ihr habt die Zauberkraft. Ihr habt die Macht, ihr seid mit der Mutter Natur verbunden und Mutter Natur ist stärker wie alles andere. Das Göttliche und Mutter Natur, ihr habt alle Elemente in einem, okay? Ihr seid die, die alles nach vorne treiben werdet. Alles, was ihr euch wünscht, wird sich umsetzen. Also wünsche dir positive Sachen, damit auch positive Sachen geschehen, okay? Also Element Erde, Jungfrau, Steinbock und Stier, ich wünsche euch alles, alles Liebe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like, ja, drückt das Glöckchen und schaut positiv nach vorne. Alles, was du wünschst, wird sich erfüllen, immer und dann, wenn du es zu deinem Wohle machst und zum Wohle der anderen. Okay? Teilt meinen Kanal, damit wir auch weiterhin wachsen können. Ich danke euch, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Danke, dass ihr mich an eurem Leben teilhaben lasst. Ich drücke euch für alles die Daumen und ein Hoch auf Element Erde. Und wir hören uns. Bis dahin. Bye.